Also, Super Dungeon Maker befindet sich in der Entwicklung. Es ist eine Vorschau. Echtes Spiel ist noch nicht durch, also noch nicht ganz da. Das ist, heute ist wieder ein Kitty hat ein Key bekommen Stream vom Entwickler. Grüße gehen raus. Ebenfalls auch an Keymailer, mal wieder. Das war tatsächlich eins der Spiele, das mich auch interessiert hat. Das hat bei Ashina trotzdem nicht funktioniert. Key! Ja, genau so. Wie komme ich jetzt wieder da rein? So vermutlich. Und ich habe keine Ahnung, was ich tue. Wir sind ein Hühnchen und wir werden wahrscheinlich Dungeons bauen. Was ist das? Ach so, okay. Das ist ja schon von Zelda geklaut, ne? Also, nee. Es geht gar nicht. Ja, ich weiß. Habt ihr Link's Awakening auf der Switch gespielt? Da gab es ja quasi auch einen Dungeon Maker Lite. Den fand ich unglaublich cool. Ach, mit E. Ich hab's gesehen. Honk. Haha, okay. Ey, das mit also Key und Kitty, das merke ich mir. Es ist so dumm, dass es schon wieder gut ist, Iggy. Und ich mag halt, das hatten wir ja auch in, oh Gott, wie hieß das Spiel, was wir gespielt haben? Vor Ashina. Das Open-World-Ding. Das habe ich eingestellt. Key. Das hast du eingestellt, Iggy. Da mochte ich ja auch die 2D-Dungeons, ne? Und jetzt? Okay, hier lang. Wer von euch hat es denn schon gespielt? Ich glaube, Norkas hatte Interesse an dem Spiel zumindest. Wenn ich mich richtig erinnern sollte. Nö. Theoretisch besitzt Udo es. Ah, Kitty, du Stalkerin. Something, something. Los hieß das doch. Ja, genau, du hast recht. Und jetzt? Warte, was? Hä? Ah. Wie habe ich das gerade geschoben? Ach, mit E. Aber kann ich nur bestimmte? Elden Ring Plus oder so. Aber eine Weile her und auch nicht weit. Ja, vielleicht erinnerst du dich ja ein bisschen, wenn wir das jetzt ein bisschen spielen. Was es mir halt gerade noch so fehlt, ist eine Map. Und irgendein Verständnis dafür, warum ich manche der Blöcke bewegen kann und manche nicht. Gut, in Zelda hast du das auch. Da hast du das halt durchaus probieren gemacht. Fragezeichen. Was habe ich bekommen? Ach, ein Schild. Guck mal hier. Ich hoffe, das Spiel hat Skins. Also, dass du dir irgendwann was anderes als das Hühnchen holen kannst. Das wäre super cool. Du hast mich gerade ein wenig eher an Mario erinnert. An diese Pflanzen-Piranha-Dingsbumsis. Ich mach das super, ne? Aua. Diesmal habe ich übrigens dran gedacht, meine Katze vorher zu füttern. Lass mich raten. Oh. Was? Was ist das? Oh, guck mal, wir können uns jetzt abrollen. Das ist jetzt Dark Souls. Oh. Pi! Aha. Erwischt. 60 Bits. Du hast 9 Stück vergessen, Udo. Vielen lieben Aua. Dankeschön für deine. Hat der Alert funktioniert bei euch? Ich habe gerade nicht hingeguckt. Ich habe irgendwie schon wieder keinen Alert-Sound auf den Ohren. Dankeschön für deine 60 Bits. Vielen lieben Dank dafür. Es ist Dark Souls, fällt in den Abgrund. Genauso funktioniert das, Iggy. Hatte nur noch 60. Oh. Nein, macht wie ihr wollt. Es soll kein Vorwurf sein. Ihr wisst ja, 69 und so, ne? Und jetzt? Ah. Aha. Wow. Es gibt bestimmt mittlerweile auch total viele gemachte Dungeons von den Fans und so, ne? Könnte ich mir vorstellen.
Das ist ja gerade nur Tutorial. Das haben die Entwickler gebaut, nehme ich mal an. Aua. Ich finde das Ding ein bisschen fummelig, aber ist okay. Hä? Warum komme ich da jetzt nicht rüber? Hä? Was? Warum bin ich gerade fett? Weil ich gerade die ganze Zeit den Schild benutze und nicht die Feder. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin wach. Ich hatte heute schon 2 Kaffee. und jetzt? Ich hab eventuell die Orientierung verloren. Da war ich noch nicht, theoretisch. Ich würde mir halt auch ein bisschen mehr Soundtrack wünschen, muss ich schon sagen. Aber das ist wahrscheinlich auch Geschmackssache. Bonk. Ein Yeet-Sprung? Ich glaube auch. Yeet! Yeeten und leveln oder so ähnlich. Was ist das? Bonk. Oh, warte. Bonk. Aber ich meine, Zelda kennen wir ja so ziemlich alle. Unterstelle ich euch jetzt mal. Das Tutorial-Ding ist länger, als ich dachte. Also dieser, hey, guck mal, hier ist dein erster Dungeon. Guck ihn dir mal an. Ich dachte, das wären 2 Räume und dann sind wir fertig. Aber wir sind hier schon ein paar mehr Räume. Ah, Dungeon verlassen. Yay! Zelda ist der beste Protagonist. Wie nennen wir ihn denn? Wie heißt der denn? Karl Friedrich oder was? Fink's Super Secret Cave. Do not enter. Heißen wir Fink? Passive Items. Das ist aber nur halb übersetzt, du. Also nee. Oh, Sandkasten. Was ist das? Nur vom Sehen, nicht persönlich. Ach so. Willkommen im Stützpunkt des City-Schwarms. Zumindest hoffen wir, dass es irgendwann unser Stützpunkt sein wird. Wir sind leider keine Meistererbauer wie du. Hilfst du uns beim Fertigstellen? Wechsle in den Baummodus mit P und male etwas in den Boden mit... Was? Oh Gott, ich bin überfordert. Hallo. Schild und gleich Feder, danke. Was soll ich denn in den Boden malen? Oh Gott. Warte. So wollte ich das. Das wollte ich eigentlich nicht. Kann ich den Santa wieder hinmachen? Kitty so... Ja, ich soll was malen. Okay, ich mache erstmal alles kaputt. Ah, ich hab's gefunden. Okay. Pass auf. Ich hab das im Griff. Wir bauen jetzt Durchgänge, ne? So. Durchgänge. Durchgänge? Durchige Gänge. Ich bin verwirrt. Was? Ich weiß noch nicht, was ich da tue. Falls jemand Fragen hat. Kann ich? Warte, ich muss doch nicht nur Durchgänge bauen, ne? Wir gehen nochmal zurück. Das ist zu weit zurück, übrigens. Kann ich denn auch? Pass auf. Ha, ich kann das auch einfach so machen. Ich tue Dinge. Das wisst ihr doch. So, dann kann ich hier wieder Durchgänge basteln, ne? Also, da ich Durchgänge bauen muss, bin ich einfach durch. Hä? Ich weiß nicht, was ihr meint. Okay, wir machen erstmal das Stück, ne? Okay. Krass, hast du gerade einfach... Ja.
Du bist im Weg. Guck mal, ich hab's repariert. Wir haben Bodentypen mit QE durcheinander gemacht. Jetzt ist er gefangen. Ah, du hast mich gefunden. Ich steckte auf einmal voll in der Klemme. Naja, objektiv gesehen befand ich mich noch im gleichen Raum. Um Räume voneinander zu trennen, braucht man dicke Wände. Getrennte Räume werden im Baumodus mit einer andersfarbigen Kontur angezeigt. Kann ich? Okay, Passus. Das ist ja jetzt dafür gedacht, um das Bauen zu verstehen. Kann ich Kokosnuss? Oh. Die Wellensippich-Tutorial? Ja, nee, wusste ich noch nicht. Kann ich einen davon adoptieren? Warte, wenn der QE sagt. Ach so. Ah, haha. Q und E machen das hier. Gut. Danke, dass du mir geholfen hast. Du hättest auch Z verwenden können, um meinen letzten Schritt rückgängig zu machen. Das habe ich auch schon rausgefunden. Danke. Drücke im Baumodus. Was für ein Ding? Um auf die Objektebene zu wechseln und verwende linke Maustaste, um hier einen Durchgang zu platzieren. Wärst du so lieb? Bitte! Ist das Enter? Was ist das für ein Pfeil hier? Auf 160 Tab. Danke. Grüne Blobbe. Ja, aber das haben wir schon gemacht. Ich war schon wieder zu schnell. Hätte aber jemand tatsächlich eine Tür gebraucht. Aber wir brauchen einen Schlüssel. Du kannst mit 1, 2 in eine andere Kategorie wechseln. Wollte ich auch noch nicht. Mach das aber lieber mit der Maus. So. Wenn wir nachher Dungeons tatsächlich bauen, dürft ihr euch Sachen wünschen, ne? Das wisst ihr. Da ich total vergesslich bin, platziere ich die Schlüssel immer direkt neben den Türen. Dieses Mal habe ich aber die Tür vergessen. Könntest du eine Tür in diesen Durchgang ziehen? Ich würde dir auch die Taste nennen, aber die habe ich vergessen. Ja, mach halt mal selber Spieler, ne? Wir verstecken unsere wertvollen Items und Schatztruhen. Zieh einfach ein Item auf die Truhe. Ach ja, hier wären Bomben nützlich. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Oh. Jetzt habe ich es aber nicht so gemacht, wie das gedacht war. So. Das geht so nicht. Ich habe jetzt auch einen Schlüssel zu viel, ne? Eigentlich. Also, Bomben tun weh, habe ich mal kurz rausgefunden. Nur damit ihr Bescheid wisst, ja? Ha, ich sehe was du nicht siehst. Ein Riss in der Wand, diese super ungeheime Räume zu verstecken. Das ist voll von Zelda geklaut. Das geht gar nicht. Ich mache Jokes. Dungeon Maker Speedrun, ne. Sammle das goldene Ei ein, um den Dungeon abzuschließen. Nur wenn ein Dungeon abschließbar ist, kannst du ihn auch hochladen. Wobei man momentan das Ei nicht durch die Wand erreichen kann. Das Ziel eines jeden Abenteuers ist das goldene Ei. Versteck es gut, damit es eine wirklich große Belohnung ist, wenn man es gefunden hat. Was es unerreichbar machen, weil es dann besser versteckt ist? Was für ein Bösewicht muss man denn sein, um so einen Dungeon zu bauen, in dem man nur versagen würde? Erbauer, die nur zumindest ein Fünkchen Stolz besitzen, würden so etwas nicht tun. Habt ihr Mario Maker mal gespielt? Ey, da musst du ja auch das Level selber abschließen, damit du es überhaupt hochladen kannst. Aber manche Leute sind da so gemein. Ich wollte diesen Raum so schön dekorieren, aber jetzt ist einfach alles vollgestellt und chaotisch. Du kannst Dinge mit dem Objektwerkzeug hochheben und verschieben oder auch einfach löschen. Okay. Ich könnte jetzt zum Beispiel... Haha! Oder... Zack, 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 zack. So. Genug Platz. Einfach mal machen und lernen, habe ich gehört. Was hier? Oh Gott. Hilfe, ich habe mich mit ein paar üblen Gestalten angelegt. Jetzt lassen sie mich nicht in Ruhe. Die Türen gehen auch nicht auf, solange Gegner in diesem Raum am Leben sind. Bitte kümmere dich um die. Mir ist egal, ob das mit Schwert oder Erbauerfähigkeiten tust. Das passiert, wenn man Eier zu lange aus den Augen lässt. Okay, ich kann nicht schwimmen. Danke. Ja, mit dem Schwert. Ihr seid Scherzkekse.
Wie mache ich das jetzt mit dem Erbauer-Tool? Easy. Fertig. Einfach mal gelöscht. So, was ist das? Versteck dich. Unsere automatische Waffe schießt auf jeden, den sie sieht. Du kannst sie deaktivieren, wenn du ein Objekt oder eine Wand direkt hinter ihr baust. Bonk. Einfach deleten. Delete. Willkommen in unserer Menagerie. Hier sind einige Lebewesen, denen wir in unserem alltäglichen Leben begegnen. Das hier ist die Gabelranke. Sei ja vorsichtig. Die sind immer hungrig und werfen ihre Gabeln nach dir. Ja. Den hier nennt man... Ach da. Sandwühler. Ich mag die nicht, weil die sich immer am Boden vergraben. Die haben einfach viel zu viele Beine. Ja, so wie Spinnen, ne? Ein verdorbenes Ei. Die verstinken und verstecken sich in ihrer Schale, wenn man sie haut. Ich weiß ja echt nicht, woraus deren Schalen gemacht sind, aber man kann sie einfach zerbrechen. Die automatische Waffe. Die allsehende, das orange Auge. Es schießt mit Laserstrahlen nach dir, wenn es dich sieht. Einmal Fire und mal Laser. Das ist ja schon irgendwie knuffig gemacht. Ich meine, die könnten das Tutorial auch einfach so mit Text abspulen, aber sie geben dir halt knuffige Vögelchen dazu. Das gefällt mir schon, muss ich sagen. Doch. Was ist das? Was ist das? Oh, ich habe einen Enterhaken. Den Enterhaken, um Spielern eine Möglichkeit zu geben, Löcher zu überwinden. Denk dran, dass der Enterhaken nur an angezündeten Fackeln hält. Du kannst natürlich auch etwas auf den Boden malen, um den Kumpel da zu retten. Hallo, na? Ich, wenn ich doch bloß fliegen könnte. Ich beneide unsere Vorfahren, die einfach nur ihre Flügel schlagen müssten. Oh Gott, was geht hier ab? Wollte die Truhe haben ein paar Stacheln platziert. Jetzt sind sie überall. Ihr wisst, was das heißt, ne? Snob-Enterhaken. Wie meinst du, dass er nur angezündete Fackeln nimmt? Ja, das ist schon so ein bisschen, Ach so, guck mal, hier ist der Rhythmus. Wir können ja schon mal wieder ein bisschen vorarbeiten, ne? Bindet nur an feuerfestem. Oh, was ist das? Nur das Feuer ist. Ja, also ich kann mich auch nur an Sachen festhalten, wenn es gerade brennt. Ich weiß nicht, was ihr habt. Hä? Man kann Items mehrfach platzieren, aber man kann sie nur einmal einsammeln. Außerdem kann man auch leere Schatztruhen platzieren. Schön den Spieler trollen, ne? Man kann Items nicht nur in Schatztruhen, sondern auch in Uhren und dem Gras verstecken. Sachen verstecken unterm Gras? Ja, cool. Wartet mal. Was? Ihr seid ja fiese Fieslinge. Das geht so nicht. Unterm Gras ist Schummelei. Holy shit. Unterm Gras ist alles. Alles. Aber so funktioniert ein Greifhaken in 2D, ne? Interessant. Link's Awakening hatte auch schwere Schatztruhen. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. So. Dann wollen wir mal. Lasst mich rein. Das ist wunderschön. Das bleibt so. Die Plot-Ghost-Krankheit. Sie sind da, aber aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage, dazu zielführend mit Interior und Umgebung zu interagieren. Ja, 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 genau so. Die Hen and Fam auf der ganzen Welt baut Dungeons. Die Vorfahren der Familie Hu. Hunrul. Die Vorfahren stammen aus Hunrul. Dort wurden sie oft von seltsamen, grün gewandeten Kreaturen verfolgt und verprügelt. Erst als sie die Übermacht hatten, konnten sie sich wohl wehren. Ha, habt ihr schon mal in Zelda die Hühner gehauen? Ich schon. Hey, Liz! Ah! Wärst du so lieb, zu unserem Sandkasten zu kommen? Wir möchten lernen, wie man eigene Dungeons baut. Vogel! Hallo, na? Irgendwann in der Lage sein wirst, Dungeons von Erbauern aus aller Welt, Der Satz ist kaputt. Hier in unserem Hand and Fam. Hand and Fam?
Er macht mich fertig. Was hier? Ich wurde gefunden. Wir hatten hier mal Vorfahren im Baum. Ich verstecke mich gerade. Wir hatten ja mal einen Pranger, nur so zum Spaß. Zu den bösen Zwillingen. Was ist? Du bist weg! Junger Mann. Junger Mann. Warte, funktioniert das, was ich denke? Nein. Kann hier nicht bauen. Dungeons bauen. Online-Dungeons. Sollen wir bauen oder spielen? Beides, ne? Die farbigen Barrieren mit einem Schalter. Ja, ja, ich kenne mich aus. Tempel des Baumes. Expedia. Oh Gott. Will ich hier rein? Oh. Ich guck mich erstmal um, würde ich sagen, was wir hier noch so haben. Tempel der Fackeln. Wie viel Freiheit beim Bauen? Alle scheinbar. Klatscht da einfach den Weg hin und dann passt das. Oder war das ironisch gemeint, Norkas? Wenn ich erwachsen bin, möchte ich auch ein Erbauer werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich schon ein paar Leute das Spiel gekauft haben und coole Sachen gebaut haben, ha? Eine Legende gehört. Wenn du 7 spezielle Eier findest, kannst du den legendären Hühnerdrachen Henlong beschwören. Ich gehe. Eisschleimer hassen es, gepiekst zu werden. Naja. Ich mag den Humor vom Spiel, den ganzen Anspielungen. Ein Wirbelhieb? Das ist ja gar nicht aus Zelda geklaut. Nice. Henlong. Ist das eine Kartoffel? Es sieht sehr kartoffelig aus. Ja, das auch noch. Das Spiel könnte auch andersrum Gefahr laufen, sehr schnell alt zu werden. Das stimmt. Ein Bucket bei KFC. Nee. Ich komme nicht auf Hyrule klar. Ah. Was? Okay, Guys. Was habt ihr für Wünsche? Erzählt mal. Guck mal, hier, ich habe einen Dungeon fertig gebaut. Geil. Eieieiei. Also, wir haben erstmal ein paar Etagen. Die Frage ist halt, kann ich später im Verlauf des Spiels mehr von den Tools freischalten? Du kriegst ja erstmal alles, ne? So. Was ist das hier? So, und hier sind Gegner. Ein paar davon kennen wir noch nicht. Wir können ja anfangen. Also, sagen wir mal. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte das nicht. Wir machen hier erstmal einen größeren Eingang rein, ne? Paar Suff. Nee. Moment, ich hab's gleich. Nee, dann halt nicht. Hä? Der Radiergummi funktioniert nicht. Ah, ja, jetzt funktioniert er. Super weird. Pass auf, pass auf. So. Ich habe ja theoretisch genug Zelda gespielt. Theoretisch. So, jetzt haben wir einen schönen rechteckigen Eingang. Da geht's dann erstmal nach oben, würde ich sagen, ne? Kann ich eigentlich direkt hier sowas bauen? Ich kann direkt hier sowas bauen.
Und Spieler mögen es ja, wenn sie die Wahl haben. Also, bauen wir jetzt mal. Hier machen wir eine Schlüsseltür rein. Damit die Wahl nicht ganz so groß ist. Ja? Dann machen wir hier erstmal weiter den Raum. Was ist das? Achso. Was ist das? Achso. Was ist das? Oh, mir kommen fiese Ideen. Ich sehe Löcher. Löcher sind immer gut. Zitat Kitty. Entschuldigung. Ich bin bei dem Wetter doch durcher als sonst. Dann haben wir hier Schalter. Ich guck gerade mal kurz ein bisschen durch. Explosion? Löcher. Dann haben wir hier sowas. Das erste wird super simpel, Leute. Ich muss ja erstmal selber ein bisschen reinkommen. Ich kenne mich doch nicht aus. Was ist das hier? Bisschen düster machen. Habe ich es kaputt gemacht? Nee, ich habe es nicht kaputt gemacht. Wüste. Schloss. Ob das hier ganz verstanden hat, was ich durchsetze und was nicht. Inwiefern, Norkas? Ich vermute, dass ich mir denken kann, worauf du hinaus willst. Aber ich frage die Leute immer erstmal gerne, wie sie es meinen. Weil das könnte ja was komplett anderes sein, was ich denke, was ihr meint und was ihr tatsächlich meint. Friemelig. Ach, das Friemelige geht eigentlich. Also ich kann jetzt nicht sagen, wie es sich mit Gamepad spielt. Aber mit Maus, wenn man sich ein bisschen eingeguckt hat, finde ich, es geht. Ja, ich habe vielleicht OCD, es könnte sein. Ich meine, was? So. Fackeln sind immer gut, ne? Die Frage ist halt eher... Also, das ist... Ich habe ja auch den RPG-Maker mal gekauft. So. Daher weiß ich... Gibt es eigentlich Truhen, die erst auslösen, wenn man... Du bräuchtest halt... Es wäre halt cool, wenn... Also, ich hätte halt hier gerne Tooltip. Wenn du mit der Maus drüber fährst, nach Motto, ja, hier, das ist so ein Item. Das Bomben sind sie, die da Vollidiot, aber es wäre halt super cool. Und wenn du halt mehr Tools hättest. Weil ich frage mich ja... Also, weil ich verstanden habe, sind das hier Türen, die nur auf Gegner... Also, nur aufgehen, wenn du einen Gegner besiegt hast. Und was Schlüsseltüren... angeht... Das ist ja auch klar, ne? Das kennt man ja aus Zelda. Schlüssel, Tür, Schloss, aufmachen. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte hier eine Truhe hinpacken. Mit einem Schlüssel. Ich will mal kurz was ausprobieren. Ach, das sind Flossen. Ja, sagt es doch. Dass ich gerade erst angefangen habe. Lass mich gerade mal gucken, Norkas. Weil ich glaube, das Spiel ist Early Access. So. Ich habe diesmal keinen Command drin, ich habe es vergessen. Und soweit ich das überblicke, nehme ich mal kurz mit. Ich muss mir dann nur mal kurz den Chat irgendwie mitnehmen. Early Access heißt ja Februar 2022. So, ich nehme mal an, dass, oder hoffe auch, dass sich da noch eine Menge tut. Wenn du halt hier auch mal guckst, in den Screenshots. Du kannst, denke ich, schon aus den Tools ein bisschen was rausholen. Was halt nicht einfach nur so funktional ist, sondern auch nach ein bisschen was aussieht. Ich bin da halt nicht so talentiert drin, vor allem wenn ich noch nebenbei labere und streame. Übrigens mal so. Du brauchst gerade bei solchen Spielen. Hi Schwinko! Neues ALTTP. Oh Gott, das wird schwer.
Da brauchst du halt auch eine laufende Community. Ich werde jetzt keine super krassen Dungeons bauen, aber ja, das meine ich zum Beispiel. Die bauen auch neue Bosse und sowas ein. Das ist jetzt von Mai, von daher. Juni, okay, die arbeiten aber auch noch aktiv dran. Das ist immer so das Ding bei Early Access. Wir spielen gleich auch noch spielen und bauen gleich noch ein bisschen. Die sagen ja auch, hey, kommt auf Discord, gibt mal Feedback und so. Ob die da jetzt wirklich drauf hören, kann ich jetzt noch nicht einschätzen. Aber ich denke, das ist ein Spiel, wenn man da hört, ja, großes Update und so oder Full Release, würde ich da auf jeden Fall noch mal reingucken. Das ist jetzt schon mein Eindruck. Es ist super cute. Wenn da halt gar keine Community ist, ja, okay, dann kannst du halt nur selber bauen. Das ist immer, ne? Schwierig. Einfach ist er. Ja? Eine große Auswahl an Gegenständen würde ich jetzt nicht sagen. Aber es gibt auch Charaktereditor. Das Spiel hat aktuell keine. Aktuell keine. Das heißt, es ist geplant. Eine Einzelspielerkampagne, mehr Spiele oder Koop, Charaktereditor, Charakterentwicklung oder Questsystem, vom Spieler erstellte Assets oder Modfunktion, zufallsgenerierte Dungeons, Mikrotransaktionen. Chicken Nuggets. Chicken Nuggets sind immer gut. Es kann wahrscheinlich sogar mein Lappy spielen, wenn ich mir das angucke. Mein furchtbares Laptop-Netbook. Das Konzept gefällt mir super gut. Wir gehen noch mal rein. Schmünko, wie geht's dir? Erwartet von mir halt keine komplexen Dungeons, ne? Vor allem nicht, wenn ich das Ding noch nie bedient habe. Meine ersten... oh Gott. Wo ist meine Maus? Dankeschön. Meine ersten RPG-Maker-Spiele waren auch furchtbar. Schlüssel? Schlüssel. Hä? Was? Was tue ich da gerade? Ich habe doch keine Ahnung. So. Keine Roadmap. Ich weiß nicht, wie üblich das ist. Ich spiele sehr wenig Early Access. Ich bin aber grundsätzlich erstmal dankbar, dass die Entwickler mir die Möglichkeit geben, das Spiel anzuzocken. Ich nehme jetzt nicht an, dass sie einen deutschsprachigen Stream oder das Video die gucken. Oder zumindest Deutsch können. Das ist sehr oft unwahrscheinlich. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie zumindest auf ihrem Discord Feedback sammeln. So, was ich eigentlich machen wollte, war das hier. Versuch. Wir machen hier jetzt so einen kleinen Kurs. Wollte ich das? Ich weiß es noch nicht. Moment, dann machen wir nochmal von vorne. Die Zurücktaste funktioniert manchmal nicht. Das finde ich auch erstaunlich. Ah, jetzt funktioniert es. Ich musste nur meckern. Also was mir halt, glaube ich, am wichtigsten wäre, so als Kurzeindruck. So, wir waren am Dungeon bauen und am Quatschen, ne? Wenn ich mir halt was aussuchen könnte, wollte ich, glaube ich, gerade erzählen, wäre vor allem, dass du halt mehr Assets bekommst, mehr zum Bauen. Das ist das Wichtigste. Tutorial, ja, zumindest Tooltips oder so. Danke, Schmünko. Uns ist beiden einfach heute zu warm. Long story short. er gönnt sich jetzt sein Eis. Ich hatte meins schon. So, jetzt muss ich mal überlegen. Dass man hier so... Nee. Ich kann gerade nicht denken. Das ist das Schlimme. Ich will so einen Weg bauen, dass du halt... Pass auf, ich glaube, ich kann das andersrum besser. Wir machen hier jetzt mal ein ganz großes schwarzes Loch. Was? Kann ich theoretisch mit F... Das Ding ist nicht mittig. Äh...
Kann ich? Hä? Oh. Egal. So. Und ansonsten... Ja, mehr Themes. Also, dass du ein Lava-Dungeon bauen kannst. So passen halt zum Sommer. Ich glaube, es gab... Ja, es gab Wüste und Schloss und Wall. Vielleicht noch irgendwas mit Schnee oder so, dass einfach nur die Assets passend umgefärbt werden. Es muss ja nichts Neues sein. Schmankudo! Vielen lieben Dank für den Subgift an den Schminku! Schminku! Geile Emotes für dich. Willkommen zurück, glaube ich, ne? Bei den Subs. Yes. So. Dann kommst du hier so rein. Kannst halt hier so ein bisschen gucken. Ja, ich weiß, es sieht absolut katastrophal aus, aber... Wir gucken, wir müssen erstmal, ich bin so ein Mensch, ich muss Tools ausprobieren. Wenn du mir irgendwas in die Finger gibst, ist es bei mir nicht einfach nur so, ich verstehe, wie Dinge funktionieren. Bei mir ist das eher so ein, hey, lass mich doch mal gucken, was wir so machen. Nach einem kompetenten Level-Editor mit noch zu wenig Möglichkeiten. Ja, der Editor funktioniert an sich... An sich schon mal ziemlich gut, muss ich sagen. Im ersten Moment dachte ich, fummelig? Aber wenn man sich ein bisschen dran gewöhnt, wie das Spiel funktioniert. Das habe ich gesucht. Dann finde ich es gar nicht mal so kacke, muss ich sagen. Kann ich ja Dungeons spielen, bauen, die du durchspielen musst. Das kannst du sehr gerne machen, Udo. Ich denke mal, das ist so ein Ding, das gucke ich mir nach dem Stream auch noch mal ein bisschen an. Jetzt ist natürlich das Problem... Klar, ich könnte testen, aber ich probiere jetzt einfach mal ein, zwei Gegner einfach so aus. So, dann kannst du ja auch sowas hier machen, ne? So, was machen wir denn mit dem Raum hier? Quality of Life. Ja gut, das wird dann eher was auf lange Sicht, ne? Sowas in der Art bei Link's Awakening. Bei Link's Awakening gibt's ja leider nur diesen Mini-Editor, wo du einfach nur vorgefertigte Sachen aneinander pappst. Das war schon nicht verkehrt. Aber auch nicht so das Geilste. Dann machen wir einfach hier nochmal so ein Räumchen. Oder vielleicht auch mehr vorgefertigte Sachen oder so. Ich bin halt vollkommen inkompetent, wenn ich mich mit Tools nicht gut auskenne. Das ist immer das Problem. Und ich bin so ein Typ, ich mache Deko-Rotz immer erst am Ende. Bis dann, Udo. Danke fürs Reinschauen und gute Arbeit. Aber was ist das zum Beispiel? Was macht das? Tooltips, Leute. Tooltips. Weil ich werde mich jetzt hier on stream zumindest nicht stundenlang reinfummeln. Warte mal. Du hast ja hier diese Schalter, ne? Rot und blau. Eigene Items und Dinge zu integrieren. Ja, ich glaube, das ist... Also, soweit ich weiß, hat das Spiel noch keinen Workshop. Ich schaue noch mal kurz. Nein, hat es nicht. Hätte mich jetzt gewundert, weil ich verstanden hatte, kommt noch. Ja, es ist schon ziemlich cool. Ich will mir auf jeden Fall gleich noch den ein oder anderen Dungeon angucken. So. Ich komme auch immer noch durcheinander, wo was ist. Wo ist meine Kiste? Da ist meine Kiste. Guck mal hier. Ups. Soundtrack? Ja, kann man mal drüber reden. Muss man aber nicht.
Was habe ich denn hier gemacht? Unfug. Warte, wir machen das mal anders gleich. Nee. Wo baue ich hin, dass man die Bomben bekommt? Das mache ich nochmal hier rein, so. Nee. Doch. Keine Ahnung. Mache Unfug. Kann ich das irgendwie wieder zubauen? Ja, indem ich das hier mache, ne? Ja, guck mal. Geht ich zum Dungeon Master. Hallo, Bayern. Als Basis geeignet, um das komplette Spiel drauf aufzubauen. Auch die ganzen Assets. Meinst du jetzt für die Entwickler oder wenn man selber was bastelt, Norkas? Wie geht's dir, Bayern? Ist dir auch zu warm? Was? Das habe ich nicht ganz bedacht, ne? Warte kurz. Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Oh oh. Keine Rückmeldung. Tschüss, Spiel. Bayern kommt und das Spiel geht kaputt. Bayern, sabotierst du mich? Bitte sag mir, dass das Spiel alle 5 Minuten was speichert. Ha! Ich glaube, dass es das nicht tut. Bayern! Hätte ich hier vielleicht ein paar Mal... Ah! Scheißen Dreck. Ja, oh, es ist wunderschön. Das lassen wir jetzt so. Habe ich gehört. Nein, ich habe nicht gespeichert. Ich habe dich gespeichert. Wie funktioniert das denn jetzt? Ich war so schön am Basteln. Was ist das? Aha, okay. Okay. No! Ich wollte Dinge machen. Dann probieren wir das aber aus, was ich gerade, oh Gott, ausprobieren wollte. Braucht dafür nur ein bisschen Platz. Mach mal Platz hier. Platz! Das Spiel bremst einen ja auch nicht, einfach nur einen riesigen Raum zu bauen, ne? Ein Asset-Editor. Ist das so einfach zu machen? Ich bin halt in sowas überhaupt nicht drin. Beim RPG-Maker habe ich auch hauptsächlich Standardkram benutzt oder halt mal kurz umgefärbt. Norkas. Und RPG-Maker... Ja, Game-Maker habe ich auch mal kurzzeitig benutzt, aber RPG-Maker ist halt auch super, super, super simpel. Wenn man jetzt nicht Ankloas heißt oder so. Lass mich jetzt mal kurz schauen. Wir können ja das Ding jetzt mal benutzen, um ein paar Sachen zu verstehen, wie sie funktionieren. Und ob sie so funktionieren, wie ich sie denke, ne? Das können wir mal machen. Das sind einfach nur verschiedene Bodentexturen. Das ist Wasser. Schwimmen kann ich nicht. Hä?
glaube, das funktioniert noch nicht. Es macht Geräusche, aber ich falle nicht runter oder so. Ach so, ich muss... Okay. Sehr, sehr lange drauf stehen bleiben. Okay, gut, 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 gut. Dann würde ich gerne... ich brauche ja keine Kiste für Items, ne? Habe ich gehört. Gib mir mal das hier. Aha, ein Platschum. Gut. Das ist wirklich eine Schwimmflosse. Oh Gott, mein Näschen. Mein Näschen kribbelt. Internet liebt wieder. Hi, Norkas. Wir probieren gerade Sachen aus, weil Bayern alles kaputt macht. Nein, Bayern kann nichts dafür. Das war eher Zufall, dass das Spiel abgekackt ist. Aber, naja. Ich wüsste jetzt gerne, was das hier macht. Und das hier. Hui. Also, das ist einfach nur... Hä? Brauchen die Schwimmflossen sich auf? Wie meinst du das, Iggy? Ich weiß gerade nicht, was du mit aufbrauchen meinst. Ich bin verwirrt. Wo war ich jetzt? Da war ich. Ach so, ich verstehe Dinge. Hä? Gehen die weg, wenn du wieder an Land bist. Das können wir gleich auch mal kurz testen. Dafür baue ich dann aber noch so ein Wasserstück. So. Und was ich auch noch haben will, um hier den ganzen Krempel zu testen. Wir bauen gerade mal ganz viel Spielzeug. So. Also dein Gedanke ist quasi, ich gehe einmal schwimmen, gehe wieder raus und dann sind sie weg, ne? Ich zerstöre gerne Spiele. Nee, ich glaube, die bleiben. Ach so, das waren diese Schaltertüren, die wir im Tutorial Dungeon hatten. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Guck mal, damit kann man doch ein bisschen bauen. Die Frage ist nur... Mit was? Da werde ich jetzt auch noch... Sag mal, wie lange geht denn das Teil? Okay, gut. Und dass du halt Sachen miteinander verbinden kannst. Zum Beispiel, du könntest halt zum Beispiel diesen Schalter damit verbinden. Oder das Ding damit verbinden. Aber dass du einen Timer hast, ist grundsätzlich erstmal sehr, sehr cool. Ich glaube, man kann da noch nicht viel damit machen. Was zur Hölle? Aber, ja doch. Hä? Komplett verwirrt. Oh, oh Gott. Okay, cool. Was? Donnerkuppel? Was für eine Donnerkuppel? Und hier sind die Blöcke, die du nicht schieben kannst. Die hier kannst du schieben. Die hier kannst du sprengen. So, das macht ja schon mal alles Sinn. Hier sind die Enterhaken-Fackeln. Weil Enterhaken funktionieren natürlich nur an Fackeln. Das andere ist, glaube ich, einfach Dekorotz, ne? Ja, das ist alles Dekorotz. Dann machen wir jetzt nur so ein bisschen Gekloppe mit den Gegnern. Dafür will ich aber hier so ein bisschen den Rotz frei haben. Oder wir gehen einfach... Was viel einfacher geht. Machen wir hier oben so eine kleine, so ein Kampfareal. Aber wir haben ja Platz. Platz!
Und dann schmeiße ich mir hier vorher alles Mögliche rein an Items und hast du nicht gesehen. So irgendwie. Ja. Komm, alle auf einmal. Hau rein. Kloppe und so, was? Oh Gott. Okay, vielleicht doch nicht alle auf einmal. erstmal die Kleinen, die wir noch nicht kennen. Vielleicht. Bist du groß? Nein, du bist klein. Das sieht aus wie ein Binding of Isaac. Oh Gott. Kennen wir den schon? Ich glaube nicht. So, die kennen wir alle nicht. Okay, der geht einfach die ganze Zeit. Kein Problem. Du bist aus Binding of Isaac, junger Mann. Und du auch. Gut. Wie war das nochmal mit Tooltips und so? Fände ich sehr, sehr geil, ehrlich gesagt. Da weißt du ja gar nicht, was der ganze Krempel macht. Das ist ja bescheuert. Warte, was? Ach so, du kannst, ob die so rum oder so rumdreht. Ja, ja. Dann kannst du ja Mario-Level bauen. So, was haben wir? Was? Heißt du Moldorm? Bist du ein Cheeseburger? Ich weiß auch noch nicht so ganz, was diese Zahlen machen. Also definitiv mehr Tutorial, Guys. Das wäre cool. Hat das Spiel denn eine aktive Community? Das habe ich noch so gar nicht mitbekommen. Bin mir da nicht so ganz sicher. Also Bosse kann man auch machen. Schön. Nee, lass mal du. Ja, euch kenne ich auch aus Binding of Isaac. Euch kenne ich aus... Ja. Isaac und Zelda sind doch so die Inspirationsträger. Das könnte man sich vorstellen. Was ich mir auch wünschen würde, dass du halt einstellen kannst als Dungeon-Bauer. Wie viele Herzen hat der Spieler? Wie viel halten die Gegner aus? Das wäre auch nochmal ganz cool eigentlich. Ich denke, du kannst schon relativ coole Sachen bauen. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Und dass du hier so ein Dorf hast, könnte dekorativ sein. Ich glaube aber eher schon, dass das Sinn und Verstand haben soll. Oder jetzt könnt ihr in den ersten Raum ballern. Das geht auch. Terraria war geil. Habe schon ein bisschen gesuchtet. Schwinko hat Geschmack. Das ist jetzt aber auch wieder Entwicklerzeug, ne? Das ist ja langweilig. Wir gucken gleich mal, wie das so mit den Spielern aussieht. Aber ich glaube, das werden wir auch keine Stunden noch spielen. Wir sind jetzt ein Stündchen dran, seitdem wir das geile T-Shirt ausgepackt haben. So ungefähr. Ah, ich glaube, das werde ich privat dann noch ein bisschen zocken. Das Schöne ist halt, dass ich vorher keine Spielzeit festlege und so. Ja, ich will mal kurz in das andere Ding reingucken. Es ist eher so ein Proof of Concept. Ich spiele aktuell privat das erste Mega Man Battle Network. Ich kann noch nicht viel sagen, weil ich halt erst den zweiten Teil und so weiter noch spielen muss. Aber der erste Teil ist da ja auch sehr viel Proof of Concept. Also so, hey, das ist unsere Spielidee, ungefähr so funktioniert die. Okay, verkauft sich gut, wir machen das jetzt mal ordentlich und verbessern ganz viel.
Okay, was haben diese Zahlen zu bedeuten? Ich habe keine Ahnung. Es gibt Hotte Dungeons, Top Dungeons, New Dungeons. Das, ja, okay. Dungeon Search. Easy, oha, da hat wahrscheinlich jemand was. Advanced Tutorial. Hardmap, nee, lass mal. Tutorial, Puzzle. Aha. Crud Trials, 1 hour to exit. Das sieht witzig aus. Wir gucken mal so ein bisschen drüber. Schreibt mal, wenn euch irgendwas anspringt. Ja, think to the past. Am besten mit Titel und wo das war oder so, dann kann ich es halt wiederfinden. Im Zweifelsfall finden wir Sachen über den Titel, glaube ich. Also das sind Hotte Dungeons, ne? Hot ist ja auch das Wetter. Dementsprechend sind meine Sprüche absolut furchtbar. Schon. Kann ich? Ah, ich kann hier auch noch mal gucken. Geht das? Hä? Kann ich? Nee, ich speichere die dann nicht, ne? Ansonsten suche ich Undertale. Aha. Ansonsten suche ich mir gleich halt was auf. Aus. Wie, wenn du zum geheimen Kokosnussraum kommst, schick mir einen Screenshot. Okay, gut. Ein exzellenter Tag. Ihr habt Spaß dran, Leute. Kann das sein? Also nicht... Oh, guck mal! Ich habe... Was? Das ist Französisch. Pass auf. Kleiner irgendwas. Irgendwas für Dan Field. Kreiert von Twin Sisters Pink. Mein Französisch ist für die Tonne. The Puzzler. Nimas Tutorial, hart, nein. Warum? Warum? Das hört sich doch gut an, gib mal her. So nämlich. Zelda 1 habe ich vor Äonen mal angefangen zu spielen, ja. Vor Äonen. Ist scheiße schwer, das Spiel. Erzählt ja ungefähr gar nichts. Und have fun. Zelda 1 ist verwirrend. Ja, definitiv. Ich habe, glaube ich, das Spiel vielleicht zur Hälfte gespielt oder so. Ach ja, da war ja was. Ich mag die Gegner nicht. Ich würde ja jetzt kurz mein Gamepad anstecken, aber dafür bin ich zu faul. Wie sagte Udo eben, spielen mit dem Gamepad, bauen mit dem Controller. Nee. Bauen mit der Maus, spielen mit Controller, so. Und ich weiß halt, in Zelda 1 ist es oft so, wenn du Gegner besiegst, bekommst du ein Item. Ich glaube, dass das Spiel die Mechaniken dafür nicht hat. Zwei deutsche Entwickler. Ah, das ist cool. Das heißt, wenn ich jetzt hier darüber abrente und die mein Video gucken sollten, verstehen die sogar, was ich rede. Ha, das ist gut. Hallo, Hufflepuff. Wie geht es Ihnen? Keymailer ist halt immer ein bisschen starr, da wo ich das halt bisher bekommen habe. Ich habe keine Bomben. Es gibt so ein paar Sachen, die würde ich mir vom Spiel wünschen. Wie halt mehr Assets, mehr Möglichkeiten, ein bisschen mehr Erklärung. Noch 4 Tage Sub, nice. Aber ich hoffe halt wirklich, dass da Community kommt und sagt, hier, wir machen daraus jetzt was Geiles.
Es ist definitiv zu warm, Hufflepuff. Ah, ja, Zelda 1. Hm. Schon sehr sinnvolle und wichtige Sachen dazu. Ja, ich meine, wie gesagt, Early Access. Das ist ja dafür da, dass du Unterstützung bekommst für ein Spiel, das halt noch nicht fertig ist. Ah, diese deutsche Streamer, die war furchtbar. Hallo, Niersch. Und ich hoffe halt auch, dass das was draus wird. Habe ich den Dungeon jetzt kaputt gemacht? Ich glaube, ich habe den Dungeon kaputt gemacht. Es kann natürlich auch sein, dass ich Sachen falsch verstehe und euch Quatsch erzähle. Wo die Leute dann sagen, Kitty, nein, das ist ganz anders, du verstehst das falsch. Ich bin verplant. Ihr kennt mich. Ich gucke auch noch parallel auf den Chat. Ich denke schon, dass ich das durchaus privat noch mal so ein bisschen spiele. Da habe ich dann eher die Ruhe dafür. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir in einem halben Jahr oder, ja, ein halbes Jahr ist sehr wenig für Spieleentwicklung, dass wir in ein, zwei Jahren nochmal in das Spiel reingucken, weiß ich nicht, Weihnachten nächstes Jahr oder so, und uns denken. Geil. Richtig geil. Würde ich feiern, ganz ehrlich. Ich hab da Bock drauf. Ich finde, ganz am Ende gibt's nochmal eine Zusammenfassung. Und es wäre sogar fast ein Spiel, wo ich ein Video draus machen würde. Also ich mache zwar noch nicht wirklich was mit YouTube. Außer Videos und Clips. Wo ich habe meinen ersten Hate-Kommentar. Ja. Guck mal, das sieht doch schon mal ganz ordentlich aus hier. Wo man auch sagen würde, hey, von dem Spiel kann man eigentlich mal ein Video zusammenschneiden. Ein bisschen Hintergrundrecherche machen, ein bisschen erzählen. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das mache, aber da könnte man halt tatsächlich auch ein bisschen was rein investieren an Zeit. Holy shit, das ist sogar echt gut hier unten. Und ich bin halt so ein Typ, ich mag eigentlich beides. Ich mag ein bisschen spielen und mir quasi, wie sagt man das, Ideen holen. Erst deinen ersten streng ich mal mehr an, Entschuldigung. Da müsst ihr mir mehr Hate-Kommentare schreiben, ich meine, was? Und halt auch Learning by Doing. Meine ersten RPG-Maker-Maps sahen grausig aus. Und mit grausig meine ich grausig, grausig. Ich hoffe, der hat nicht irgendwas fies versteckt. Da gehören eigentlich nur Herzen drunter. Das ist sonst super fies. Das wäre auch mal eine Idee. Dass du quasi eine Regel für deinen Dungeon aufstellst. So, wichtige Items können auch überall sein, unter Büschen oder so. Oder halt nur in Kisten. Und dass das dann vorgegeben wird. Hufflepuff. Auf dich. Ein Enterhaken im RPG-Maker. Ja. Das stelle ich mir fummelig vor. RPG-Maker irgendwas beizubringen, was da nicht reingehört. Gut, das ist jetzt eine relativ anspruchsvolle Idee. Huch, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Aber der da, den finde ich schon mal eine gute Inspiration. Da ist Deko-Kram drin, da scheinen auch ein paar Elemente drin zu sein. Ich bin halt nur scheiße. Und ich glaube halt wirklich, spielen mit Gamepad ist gut. Normalerweise spiele ich die Art von Spiel ja auch nicht mit Maus und Tastatur. Ocarina. Oh Gott, die Ocarina, ja. Ich hatte auch immer den Traum, dass ich mal Wind Waker in 2D nachbaue. Als ich Teenager war, habe ich aber nie. Ach Gott, dang it. Voll reingelaufen. So. Wo kam ich denn weiter? Jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren. Ich glaube aber da lang. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, meine späteren RPG-Maker-Maps waren zwar immer noch nicht super geil, aber deutlich besser und auch dekoriert und nicht nur funktional und sowas. Aua. Cool. Aua. Facetaken! Ja, das ist mal ein fieser Raum. Ah. Was habe ich bekommen? Ich glaube, Bomben. Ach so, ich habe eigentlich... Ich hab doch ein Schild. Panik.
Panik. Eine Map, soweit ich weiß, nicht. Das wäre auch noch mal cool, so eine Minimap. Ich komme da immer noch nicht rüber, ne? So, war da oben jetzt so irgendwas? Außer Stacheln, in die ich reinlaufen kann? Nee. Zumindest optional oder so, so als Item. Hey, ich finde diese Map und komme dann weiter. Heute erfolgreich gekritzelt. Nice, Schminko. Was? Ich bin verwirrt. Das Gute ist halt, dass sie den Check reingepackt haben. Spiel deinen eigenen Dungeon durch, bevor du ihn hochladen kannst. So nach dem Motto, du kannst jetzt nicht irgendeinen unschaffbaren Bullshit zusammenbauen. Aber wie gesagt, ich finde es halt etwas blöd, dass man wichtige Items theoretisch auch, soweit ich das jetzt verstanden habe, auch im Gras und so verstecken kann. Ja, es sollte Standard sein. Manche machen das, glaube ich, immer noch nicht. Aua. Okay, so funktioniert es nicht. Schade. War nicht irgendwo eine Wand zum Sprengen? Ich habe die... Ey, es ist ein Spiel. Ich muss sagen, ich kann mich da unglaublich schwer auf beides konzentrieren. Vor allem beim Basteln. Deswegen haben wir jetzt auch nicht so viel gebastelt. Und weil mich ehrlich gesagt genervt hat, dass es abgeschmiert hat. Aber das war halt einfach Pech. Ich bin definitiv verwirrt. Und vielleicht, also ich weiß nicht, ob ich es einfach nicht gesehen habe. Im Tutorial-Dungeon hattest du ja so deine Tooltips, dass die Spieler halt auch eine Story bauen können. Also Text eingeben können mit vielleicht Wortfiltern oder so, dass da nicht nur, ey, Bitch, und so rumkommt. Irgendwie sowas halt, würde ich sagen. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich bin ein blinder Fisch. Wir gucken mal woanders sonst rein. Hier wollte ich noch mal. Irgendwas hatte ich auch gesehen, wo ich mir dachte, geil, gib her. Jetzt muss ich mal gucken. Water Temple, nee, lass mal. Dann im Early... Ja, Early Access, das ist halt... Mein Freund hat, glaube ich, ein bisschen mehr Early Access Sachen gespielt als ich. Weil bei manchen Sachen greifst du daneben. Bei manchen Sachen wird es halt ein bisschen dauern. Und manche Sachen laufen schon echt super. Da können wir auch mal reingucken. Ein Corner Case bei Durchgängen platzieren. Wie, was, wo? Ja, ich glaube schon, Norcas. Ich glaube. Ich war da halb abgelenkt vom Chat. Und Deko-Scheiß. Alter, das ist dumm. Nein, leck mich. Ey, bau doch nicht die Schlüsseltür auf die falsche Seite, du Sack. My First Dungeon. Oh Gott, der hatte genau so eine Unfug-Idee wie ich. Deep Dank Dan. My First Dungeon. Just a test of event triggers and almost... In most of the building options. Gut, wie gesagt, das Ding ist halt von Februar. Das ist jetzt 5 Monate her. Ich weiß halt nicht, was von dem Zustand das Spiel damals war. Aber gib halt Upgrades. Ich hatte irgendeinen Dungeon gesehen, den ich mir angucken wollte. Holy shit. Nehmen wir doch den hier. Den wollte ich doch auch. Und ich bin heute im Kopf her sowieso nicht ganz so fit, weil mir scheiße warm ist. Und ich habe nicht viel. Ich schlafe die letzten Tage nicht viel. Ist okay. 6 Stunden reichen. Ich hatte 2 Kaffee. Mehr darf ich nicht trinken, sonst kriege ich schon wieder einen Koffeinschock. Wetter ist auch. Ja.
Mal gucken, wie es Donnerstag läuft. Donnerstag spielen wir ja wieder. Wünscht ihr was? Ich bin ja froh, dass mich mein Kreislauf nach den Tropfen wieder gefangen hat. Aber ich denke mal, bei dem Spiel ist es dann auch ganz klug, wenn man Bau- und Kockphasen abwechseln durfte. Du willst einen Dungeon ja auch antesten. Dann kann man aber hoffentlich relativ flawless vom Gamepad her rüberwechseln, ne? Und wenn ich mal nichts weiß für YouTube, mache ich ein Video, ne? Schwinko schreibt das Skript. Ich meine, was? Oh Gott. Aber ich denke, dass wir gleich mal zu Banjo-Kazooie rübergehen. 6 Stunden. Hast du noch weniger geschlafen, Niesch? Ja, Schminko, ich dachte, du schreibst hier mit. Ich denke, das wird ein Projekt. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn es ein paar dicke Updates gab, dass wir uns das nochmal angucken. 6 Stunden Schlaf, was ist das? Warte, was? Oh Gott. Dass ich mir das Spiel bis dahin mal ein bisschen angeguckt. Oh Gott, leck mich. Angeguckt habe, vielleicht auch ein paar Sachen mal rausgesucht hat, die man ganz gut spielen kann. Oder vielleicht auch mal was ein bisschen gebaut und vorbereitet habe. Ich würde sagen, wir spielen das irgendwann nochmal. Wenn jetzt zum Beispiel jemand von euch das Spiel hat, ich glaube, nur Uro könnte ja auch gerne Sachen bauen, die wir dann auch zusammen dann mal zocken können. Bei 4 Stunden, oh Gott. Ich will noch mal kurz so ein bisschen zusammenfassen, bevor wir gleich zu Banjo-Kazooie gehen. Fangen wir mit den netten Sachen an. Ich mag den Artstyle, das ist super süß. Hier das Setting mit den ganzen Hühnchen und so hat was. Und diese ganzen Zelda-Jokes und so, finde ich super cool. Gefällt mir. Oh Gott, würde ich gerade. Ich habe gerade so einen Müdigkeitstief, holy shit. Ihr dürft übrigens dann auch gerne mal euren Senf abgeben in den Kommentaren. Also in den Chat-Kommentaren. Wenn ihr es nicht schon getan habt. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel hier und hier und in den ganzen Häuschen noch mehr kommt. Ich bin großer Fan vom Konzept an sich. Ich habe da irgendwie, auch wenn es ein bisschen blöd gelaufen ist, Spaß dran gehabt, mir zu überlegen, okay, wie ziehe ich jetzt den Dungeon auf? Deswegen werde ich da wahrscheinlich mich einfach mal ein bisschen reinwurschteln und so. Also wir streamen das jetzt nicht nächsten Monat nochmal, aber vielleicht irgendwann mal. So, die Punkte, die mir halt aufgefallen sind, oder was ich mir halt wünschen würde, also was für mich persönlich ganz oben auf der Liste stehen würde, dass, wenn du einen Dungeon baust, das Spiel alle paar Minuten zwischenspeichert. Dass du so ein Backup-Save hast und vielleicht sogar einstellen kannst, wie oft. 22, 4:40. 4:40. Vergesst nicht zu liken und zu subskribieren. Ja, ja. Was? Ja, aber mit Einschlafproblemen. Ist das Stress? Vielleicht wird es ja ein bisschen besser. Du bist ja umgezogen, Schminko. Wenn du jetzt mit der Zeit ein bisschen runterkommen kannst. Oder halt tatsächlich in der Apotheke mal fragen, ob es da was gibt. Genau, das Ding. Was habe ich denn noch so alles erzählt? Klar, gib mir mehr Sachen zum Bauen, gib mir vielleicht noch mehr Themes. Lass die Leute modden. Gib mir vor allem die Möglichkeit, hier so Sprachdinger zu bauen. Und irgendwie, dass man sieht, was man da benutzt. Wie heißt das Ding, das ich da gerade benutze? Oder irgendwie ein Tooltip, wenn ich mit der Maus drüber gehe, was macht das grob? Das würde ich mir halt noch wünschen. Mehr Items halt vor allem. Oder halt auch so Schaltersysteme und so, wo ich Sachen mit verknüpfen kann. Da gilt wahrscheinlich schon mehr, als ich bisher gemacht habe. Aber so auf Anhieb bin ich da jetzt nicht ganz durchgestiegen. Vielleicht mehr Tutorials? Das wäre eher sowas für später mal. Das Wichtigste an so einem Spiel ist, denke ich, unterm Strich immer der Inhalt, ne? Also gib mir
Ich gehe gleich nochmal in so ein Dungeon-Ding rein, während ich laber. Gib mir einfach mehr Assets. Es ist für den Anfang, ja, klar, kein Problem. Early Access ist mir klar. Aber gib mir halt nochmal viel mehr Zeug zum Bauen. Von dummen Vögeln um 5 Uhr morgens geweckt. Aber unterm Strich, geiles Konzept. Gib mir mehr zum Bauen. Ich werd mich da einfuchsen. Also ich bin ja eine Blechkatze, also ein Katzen. Usability, ja. Grundsätzlich ist es nicht so fummelig, wie es auf den ersten Blick aussieht. Das gefällt mir sehr gut. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich scroll gerade noch mal so über den Chat. Ja, Soundtrack wäre auch eher was für weiter hinten. Wir gehen hier noch mal rüber. Ich weiß jetzt nicht, ob es angedacht ist, dass mal eine Roadmap oder so auf den Tisch kommt. Wahrscheinlich haben die das eher so für sich. Und wie Norkas sagt, es ist ja wohl auch ein eher ein kleines Team, ne? Ah, es gibt so ein Trigger-System, ne? Ja. Sachen, die man erstmal verstehen muss. Und verschiedene Teilsets, ja, noch mehr davon. Dass halt auch eine Menge Schrott gebaut wird, ja klar. Das ist jetzt alles alter Kram, ne? Also für mich wäre so das Top-Ding Zwischenspeicher. Ja, klar, eigentlich ist es meine Verantwortung, dass mir das abgeschmiert ist, aber... Doch, vielen lieben Dank für 9 Monate. Das Stream-Baby ist da. Wie nennen wir es denn? Fühlt sich nicht getriggert? Nein, mir ist nur zu warm. Wie geht's dir? Klar, die Screenshots sehen halt auch erstmal geil aus. Aber das ist gebastelt. Ich kann mir sehr gut vorstellen. Ich weiß, ich wiederhole mich. Wir gucken uns das bestimmt noch mal irgendwann an. Was weiß ich, zu weit. Naja, in einem halben Jahr ist schon Weihnachten rum, oh Gott. Habe ich noch irgendwas zu sagen? Nein. Meine Schuld. Na, es ist nicht direkt meine Schuld, dass es gecrashed ist. Aber. Was haben die denn bisher gemacht? Solitärzeug und so, ne? Was ist das hier? Guck mal, den Polo kannst du sogar gratis spielen. Man sollte schon auf die Idee kommen, regelmäßig abzuspeichern. Leila, da bin ich in Ungarn, weil du Bulgarien Urlaub hab. Okay, der Bayern. Bayern. Gott. Doc, dann nennen wir es Leila. Death is extremely responsive to suggestions. Sehr knuffig. Nicht perfekt. Hat halt auch das Problem, es lebt ein bisschen davon, dass eine Community existiert. Das kannst du dir als Entwickler halt nicht aussuchen. Und man muss, glaube ich, auch ein bisschen auf sowas stehen. Ich bin tatsächlich gespannt, wo die Reise noch hingeht. Und ich hoffe, dass ich das nicht nur erzähle, dass wir hier irgendwann nochmal wiederkommen.